Die Käuzchenfamilie. Der Kauz in seinem hohlen Baum. Für sich allein hat er viel Raum. Er denkt, in diesem hohlen Baum ist wohl noch für eine Käuzin Raum. Nun scheint dem guten Kauz der Raum doch sehr beschränkt im hohlen Baum. Darum er öfters weit spaziert und just kein häuslich Leben führt. Das wird der Käuzin fast zu dumm. Es geht ihr stets im Kopf herum. Und eines Morgens gegen vier, da fällt's ihr ein, sie sperrt die Tür. Ein starker Regen grad begann. Herr Kauz eilt heimwärts, was er kann. He, ruft er hitzig, aufgemacht. Doch sein Begehren wird verlacht. Da sitzt er ohne Regendach und sinnt des Weibes Tücken nach. Um 5 Uhr sprach man von Versöhnung und von des Schlimmen Abgewöhnung. Ehe es 6 Uhr schlug, hat man bereits sich wohl verständigt allerseits. Auf die Manier im hohlen Baum findet jeder Kauz passabel Raum. Und die Moral draus folgen tut: Wo Eintracht herrscht, da wohnt sich's gut.